Scheiße. So. Damit das mal gesagt ist hier. Mann, das geht doch nicht hier. Kannst du nicht angehen. Ja, wieso klemmt er sich jetzt dahin? So, Problem gelöst. Ein für alle Mal. Wir nehmen den Rotz hier mit. Wir nehmen den Rotz da. Jetzt mal, lass ich mal gucken. Mann, das hat mich jetzt Munition gekostet, ey. Das geht mir jetzt aber schon wieder auch nicht auf den Pisser. So. Ja. Dahin den Rotz. So. Dann kommt die Muni mal dahin. So und so. So und so. Naja, haben wir wieder ein bisschen Platz. Komm, nehmen wir den Rotz hier auch nochmal mit. So, gib her den Scheiß. Alter Schwede, ey. Das war echt ungeil jetzt. Gib her den Scheiß. So, komm her. Gib her. So, und das nur, weil ich den Rotz hier jetzt gerade nicht gehackt habe. So, jetzt aber. Bringt es im Endeffekt auch nicht mehr, weil ich dadurch einfach nur die Kameras ausschalten kann. Übernehmen. Zack. Und. Zack. Zugriff gewährt. So, das hätten wir gelöst. So, Kamera. Wir können die hier ausschalten, ausschalten, ausschalten. Wohin gucken die denn hier Schönes? Die schalten wir natürlich vorteilhaft aus. Ach, keine Ahnung, komm. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Jetzt kann ich sowieso rumlaufen. Kann ich auch den Rotz hier deaktivieren. Jetzt hat sich nämlich das Problem ja auch mal ganz plötzlich so in Luft aufgelöst. Naja, was soll's. So, wie war das? Waren hier noch Gegner? Halt, nicht auf G gedrücken, sondern auf H. Gut, da ist nichts. Ist hier irgendwas? Ist der Pumpenraum. Kommen wir rein. Sicherheitsstufe 3. 7, 9, 3, 4. Wir kommen rein. Und hier sind Pumpen und ein Schrank. Muni, Muni und Kohle. Mal wieder. Gibt's hier noch irgendwas? Ja. Betäubungsscheiße. Liegt hier noch irgendwas? Läuft die Musik? Farbeimer! 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 Frissfarbe! Farbeimer! Genau das. So. Pumpenraum, da kommen wir auch rein. Dann lass mich doch mal schauen, ob es hier irgendwas Schniekes gibt. Nö. Nö. Da auch nicht. Och, wie langweilig. Was ist das für ein scheiß Pumpenraum hier? So. Was war hier? Hier gab es doch noch was. Da haben wir keinen Code für gefunden. Da kommen wir aber trotzdem rein. Weil wir das hacken können. Ach du Kacke. So, erstmal. Ein Stoppwurm. Das wird lustig. Wir nehmen einen Stoppwurm und einen Stoppwurm. Nehmen noch einen, beziehungsweise einen Dingens. Zugriff gewährt. Bing! Und haben schon wieder was. 10 mm Muni-Munition. Muni-Munition vor allen Dingen. 10 mm Muni-Munition haben wir jetzt bekommen. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Da ist nichts drauf. Ist auch nichts drauf. So, gut. Was ist hier drin? Da geht's weiter. Hier ist ein Aufzug. Ein Aufzug. Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes. Ich sitze hier im Aufzug fest. Wann kommt denn da einer raus? Ja, hier in Köln, im Aufzug. Ich bin in einem Aufzug, der mich zum Pengo bringt. Irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, von denen ich wissen sollte. Es dürfte keine größeren Probleme geben. Das Pengo dient hauptsächlich zur Wartung und als Lager. Suchen Sie nach einem zweiten Aufzug, wenn Sie dort sind. Er bringt Sie direkt in den Turm. Moment. Wo ist...
Da ist meine Typhoon-Munition. Ich dachte gerade schon, was zur Hölle. Aha, jetzt kann ich ihn wieder einsetzen. Ich dachte gerade, wieso kann ich Typhoon nicht einsetzen? Ich hab mir gedacht, was zur Hölle ist los? So. Bewegen? Wieso sollte ich das bewegen wollen? Weil dahinter einfach mal ein Stoppwurm ist. Die linken Ratten. Da kommen wir rein, da gehen wir rein. Schrot, Schrot. Nein! Niemals, niemals. Schmeiß weg den Rotz hier. Die Kackwaffe. Was will ich damit? Munition ist wichtiger. Ich bin mir der Ironie bewusst, dass ich gerade eine Waffe für Munition weggeworfen habe. Da ist ein PDA. Gib her, was liegt da drin? Liegt nichts. Was ist das? Das ist ein Tastenfeld für Sicherheitsstufe 4. Scheiße. Gab es denn nicht irgendwie eine Möglichkeit, da reinzukommen? Ja, irgendwie kommt man da rein. Nur wie? Siehst du die Frage? Wie komme ich da rein? Ups, da muss ich aufpassen. Indem ich einfach mal asozial bin, hier lang gehe, hier mal aufmache, die MP-Munition mitnehme und die Schockgranate, das hier mitnehme. Gerade gucken, wo ist hier dieser verkackte Weg da rein nochmal. Lass ich mir überlegen, wo war das? Habe ich das überhaupt schon mal gefunden? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kann man da irgendwie rein. Ist nur die Frage, wie. Da ist kein Weg. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Das tut übrigens scheiße weh, wenn man da reinläuft. Außer man hat den Schutz gegen die... Ja. Er schlagt mich, ich bin zu doof zum Kacken. Wie gehen wir hier rein? Bing! Und schon sind wir drin. Machen wir hier Strom aus. Ist doch nicht schön hier. Den nehmen wir mit. Was ist das denn? PES? PES. Das nehmen wir mit. PES. 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 Also ein Scheiß. Eine PES. Brauche ich die? Ist die gut? Ich weiß es gar nicht. Ich speichere hier mal kurz ab. So. Keine Ahnung. Wohin geht's hier? Zur Kohle. Und zu einer Leiche, wie ich sehe. Da liegt doch irgendwas drauf. Verdammt, da liegt was drauf. Da will ich hin. Oh, wie assi. Wie kommt man denn da hoch? Wie räudig ist das denn? Wie soll man denn da hochkommen? Wie geht das denn? Oder? Moment. Mir kommt da gerade eine Idee. So, wir können jetzt hier gefahrlos durchlaufen. Immerhin. Es ist ein Vorteil. Wir können hier endlich durchs Wasser latschen. Und wir können auch mal hier hochjumpen. Dann springen wir mal hier hoch, stoßen uns den Schädel und springen mittels 3 Meter Jump hier hoch. Gehen dann hier hoch. Zack, 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 zack. Und haben dann gefällt, weil wir wahrscheinlich nicht mehr... Ja, genau, da geht's hier lang. Wusste ich's doch. Zumal ist da irgendwas hinter? Na, jetzt lass ich mal hier drauf. Nein, da ist nichts hinter. Dann will ich hier aber noch gar nicht hin. Weil ich will zu dieser Leiche. Ohne Witz, ich will zu diesem komischen toten Typen. Und da kommen wir nicht lang. Verdammte Axt, wo könnte das denn sein? Oder kommt man da gar nicht hin? Ich weiß es gar nicht. Ja, 2,5 Stunden oder... Ne, 1,5 nehme ich jetzt gerade erst auf. Schade. Ich dachte, ich nehme schon... Hallöchen. Na. So. Reingehackt. Ja. Ein Praxispunkt. 2 Praxispunkte verfügbar. Ach,
ist das geil. Find ich gut. Find ich sehr gut. Dafür lassen wir sogar was fallen. Und zwar... Warte mal, den fressen wir einfach mal, oder? Nee, warte mal. Den lassen wir mal kurz fallen. Wir nehmen mal das mit. Das ist... Was ist das? Du bist ein Ladegeschwindigkeits-Upgrade. Das kombinieren wir mit... Der hier, die hat's nötig. So. Wir nehmen wieder den Rotz mit. Nehmen... Gucken wir uns das an. Besser als die Natur. Gelehrter 200. Das Betäubungsgewehr. Pff, nö. Keine Lust. So. Weh, back. Und hier runter. Und weiter geht's. Ich wusste es doch, dass man da irgendwie reinkommt. Naja. Mal sehen, wie viele Leute da wieder gebrüllt haben. Da geht's nicht lang. Du spielst das voll scheiße. Bitte. Ich kann das viel besser. Ich hätte das schon dreimal gefunden. Ja. Ist mir egal. Da oben. So, da. Die Fliege. Ach ja. Mal sehen. Schränke. Munition für die Elektroschockkanone nehme ich, beziehungsweise Elektroschockpistole. Nehme ich natürlich mit, mein Freund. Nehme ich immer mit. Das ist die beschissenste Skyline, die man jemals haben kann, oder? Und der beschissenste Abendhimmel, den es gibt. 100 Pro. Ganz ehrlich, das muss auch voll deprimierend sein, oder nicht? Die ganze Zeit dann auf so einen bekackten Maschinen- oder Metallrücken schauen darf. Was genau suchen Sie eigentlich? Eine Überwachungsaufnahme. Deine Mutter. Van Bruggen hat gesagt, er hätte sie irgendwo auf einem Server gespeichert. Er hat bestimmt den Datenkernraum gemeint. Höchste Sicherheitsstufe. Einige Stockwerke sind an der Stelle, wo sie den Aufzug verlassen. Aber die ersten Gänge sind noch öffentlich zugänglich. Sie sollten also ihre Waffen wegstecken. Verstanden. Na gut. Tun wir das ausnahmsweise. Sprich, hier darf man noch rumlaufen. Das sieht doch schon wesentlich angenehmer aus. So. Genug geguckt, sonst ruckelt mir das hier zu sehr. Mann, dabei habe ich schon so eine Mega-Grafikkarte mir geholt, wofür ich mir extra ein neues Netzteil kaufen musste. Und trotzdem ruckelt das noch. Das ist doch nicht normal, ey. Ja. Wir kommen da nicht mehr lang. So, geht doch. Also, hier ist nichts. Wir haben keine Waffen mehr ausgerüstet. Speichern. Und jetzt kommen wir so langsam zu so einem Teil, wo ich teilweise wirklich sehr lange dran gesessen habe und verdammt laut Scheiße gebrüllt habe. Inakzeptabel. Ich muss sofort ins Legion-Labor. Ja, richtig, das ist inakzeptabel. So. Ja, ja. Habe ich auch versucht, den Riegel rauszufummeln. So, hier ist keiner. Das wird so scheiße. Gott, ich habe da gerade so keinen Bock drauf. Mal sehen, gibt's da irgendwas drauf? Nö, nichts. Tja, ja, ja, tja, ja. Restricted Area. Da kann man rein. Da ist auch eine Restricted Area. Wir verpissen uns. Erstmal. Hey, Dude. Ja, und mit Blick auf diesen wundergeilen Himmel, Stadt, Viertel, Dingens, Bummens, Scheiß, Typ mit Waffe, Sonne und alles Mögliche. Ja, beende ich jetzt erstmal wieder den Part für heute. Das dürften jetzt so 2,5 Stunden oder so sein, glaube ich. Ungefähr müsste hinkommen. Und von daher sage ich jetzt einfach mal bis zum Speicherpunkt. Moment. Speichern. 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 Dorgelbecher. So. Ja. Also, genau. Bis zum nächsten Mal. Ne? Diesmal wirklich. Also, das wird jetzt erstmal gerendert. Das dauert wieder so seine Zeit. Und dann wird hochgeladen. Also, tschüss.